Also wir schauen uns erstmal, glaube ich, das Video an. Und jetzt? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Eine Dame hat mich in der Story verlinkt. Die haben einfach ihren Saugroboter Elotrix genannt. Dann sagt sie so zu Alexa, Alexa, starte Elotrix. Und dann düst du der Roboter los. What the fuck? Hier ist ein Staubsaugroboter in meinem Zimmer. Der darf hier nicht rein. Jetzt ist er unter mein Kabel oder mein Tisch verfangen. Der redet auf einmal mit mir. Er ist unter meinem Tisch. Mann. Ey. Oh, der ist so dumm. Der darf hier nicht rein. Der Staubsaugerroboter. Spielt wirklich noch jemand FIFA? Ey, wir haben nur technische Probleme, weil wir von Robotern angegriffen werden. Spielt man das noch? Das ist doch Verarsche. Der war noch nie in meinem Zimmer. Hugo sieht halt einfach heiß aus. Nein! Honeymoon! Ey, ich find's... Oh mein Gott, Leute, ich find's so witzig, dass Jens mich immer Honeymoon nennt. Weil Honeymoon halt ja... Ist das sowas wie Flitterwochen oder sowas, wenn man Honeymoon macht? Ja, ich find das witzig. Die größte Bestätigung, die er haben kann, dass gerade aktuell das heißeste Girl auf verdammt Twitch ihm sagt, er sieht heiß aus. Echt, das ist zu krass, ne? Oha. Also ich bedanke mich sehr für das Kompliment, aber es gibt so krass viele schöne Streamer auf Twitch. Und Streamerinnen, oh mein Gott. Ich meinte Streamerinnen von Anfang an. Und diverse, I don't know. Deswegen... Danke. Harris, wie kannst du so fliegen? Das frage Kurze ich mit Frage, den das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn man auf einem GTA-Server stirbt, darfst du dann nicht mehr auf den Server gehen? Ist das so? Ich habe da ein paar Sachen mitbekommen, ich habe es aber nicht ganz verstanden. Wenn du auf so einem Server bist wie Immortals oder sowas und du stirbst, bist du dann komplett deleted. 20 Minuten Pause. Ja, aber ich habe schon richtig oft gehört, dass es so... Ja, die Regeln sind echt... Teilweise fancy, I guess. Du hast dann nur die Erinnerung von Tote verloren. Okay, dann war das irgendwas anderes. Nur wenn du gebannt wirst. Achso, das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt AFK oder meine Mom ruft mich oder ich gehe jetzt essen, dann wirst du gebannt, weil du gegen Regeln verstoßen hast. Mir hat letztens jemand die Regeln vorgelesen und ich war voll verwirrt. Da kamen so viele fancy Sachen vor. Das ist was wie, ich guck in den Himmel, soll das und das bedeuten oder... ich gehe jetzt schlafen. Okay, das ist normal. Aber da waren andere Sachen, die ich mir nicht mehr gemerkt habe. Habe ich eine Sonnenallergie, weil ich so weiß bin? Nee, das ist mein natürlicher Hautton. Der ist einfach nur ein bisschen blass. Das nennt man auch, unter Zockern sagt man gerne, das ist so die Kellerbräune. Aber selbst wenn ich draußen bin im Sommer, werde ich nicht braun, also. Nice. Der fliegt ja alle 500 km/h in London. Wenn ich das mache, dann macht's bam. Regeln schlimmer als Team CS. Andrea, ich feiere dich mega und ich finde es mega, dass du trotz deiner Reichweite noch mega bodenständig bist. Naja, du, bei 112 Kilo, da hat man auch keine andere Wahl, als der Schwerkraft Folge zu leisten, wa? Ich würde ja gerne abheben, aber boah, Dicker. Oh Gott, was war das denn? Montes Lorbeerenkranz mit 2 Euro. Wie viel habe ich nochmal gekostet? Ich habe das Gefühl, wenn ich darüber lachen würde, würden Leute mich judgen, deswegen straight up, normales Gesicht. Montes Pünktlichkeit mit 2 Euro dabei. Ey, warum kommt denn das die ganze Zeit? Das soll weg. Was ist das? Piss dich. Das nervt. Ja, Bruder. Was soll ich sagen, Mann? Montes Pünktlichkeit mit 2 Euro. Wasch mich mal wieder. Montes 540 Gramm Pulli. 540 Gramm. Mit 2 Euro. Mach mal wieder Werbung für mich. Den fühle ich. Montes Haushälterin Agatha mit 2 Euro. Nächstes Mal das in der Toilette wieder runterspülen, bitte. Oh, wer? Oh. Okay. Schuldig im Sinne der Anklage, Digga. Was? Puck auf Dead 2, spiel mich endlich mal wieder. Hast lange nicht mehr gedreht. Samstag komme ich, Baby. Habt ihr mal nicht runtergespielt und eure Eltern oder Agatha oder sowas kamen und dachten sich so, oh. Da kam einer direkt so, ja. Rappt er so richtig stolz. Ja, ich mach das immer. Ich spare Wasser. Guckt euch das mal an jetzt. Das ist wieder so ein Krampf. Guckt euch das an. Alles... Kylo mit 2 Euro, lass mich bitte raus, ich muss ganz dringend. Montes Bett mit dem 2er, Bruder, bin voll Arschwasser. Montes Kryptowallet mit 2 Euro, du holst zu wenig, schiebe Uino Coins, Ach, Bruder, also geil, Digga. Hey, ich finde das aber witzig. Ey, wie geil ist das denn, wenn du dir so einen fancy Namen aussuchst und dann in dem Namen donatest? Okay, es sollte jetzt nicht so irgendwas krass Schlimmes sein, ne, wo man sich denkt, jo, das geht zu weit. Aber die waren doch witzig. Oh nein, das ist mir mal passiert in dem Game. Gott. Zu oft irgendeine Taste gedrückt. What the fuck? Dann ist mein PC ausgegangen. Hallo? Ich hatte auf irgendeiner Taste hatte ich im Muten oder sowas und ich habe es zu oft gedrückt. Dann kam das Geräusch und es ging immer weiter und dann ist einfach mein PC ausgegangen. Also wirklich, mein PC ist einfach ausgegangen. Ich weiß nicht, auf welcher Taste es war. Shift? Keine Ahnung. Lass mal ausprobieren. Hey, passiert nichts.
Oh. Ja. Letztes Mal. Irgendwann mach ich hier was kaputt. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Habt ihr Spaß? Macht's euch voll. Er ist voll in seinem Spiel, trinkt was, auf einmal sieht er das, genießt es kurz und dann fällt ihm auf, fuck, ich muss umschalten. Aber man hat den Genuss, die 2 Sekunden noch gesehen. Ach Mensch. Ja. Bequem da unten? Ich such hier noch was, tatsächlich. Ah, Ihre Ehre? Cool. Viel Spaß beim Suchen. Nee, Ihre Jungfräulichkeit. Die ist ganz tief verwurzelt. Kein Problem, da habe ich das passende Werkzeug. Oh, die Lobby sieht saftig aus. Wenn das mir passieren würde, ich weiß nicht, deswegen, ich glaube, ich könnte einfach kein GTA Roleplay spielen. Habe ich das beste Team von den Leuten, die mitspielen? Ja, Anding, du hast das beste Team auf der Welt. Stimmt. Stimmt. Glaubt ihr, Messi weiß, dass er ganz gut im Kicken ist? Ich glaube nicht. Wie gut in Valorant bist du, Sascha? Patrick, danke für den Resub im dritten Monat. Was müssen meine Augen hier sehen? Und dann sich wundern. Und dann sagen, ich bin schlecht in dem Spiel. Was ist das denn? Da ist dieser Sub-Receiver, oder wie das Ding heißt. Sub-Receiver, heißt es so? Sub-Opa. Bruder, das ist Wallabila verschiedene. Der hat keinen Spaß, der lacht sich selber aus. Das kann ich ja sogar besser. Hörst du mich? Ja. Bist du 20 Stunden schon im Stream? Ach, was? Wo denn? Gefühl mich wie 2 Stunden. Du spinnst doch. Hast du was zu essen und zu trinken? Ja, Cornflakes. Oje, dann geh runter. Unten ist doch Essen. Ich hab keinen Hunger jetzt. Ich bin jetzt hier drin. Alles klar, ich seh's zu spielen. Tschüss. Alles klar, tschüss. Oh, die Mami, wie süß. Oh, eine Kuh. Oh, die Mom ist so süß. So süß. Hast du was zu essen oder trinken? Soll ich dir was bringen? Oh, so cute. Wenn meine Mom mich fragt, dann sag ich mal, klar, ich hätte gern das und das. Meine Mom, mach's dir selber. Ich fang dann voll an, fancy auszuholen. Ich hätte gern das und das und das und das. Und ich pack dann so diese richtig russischen Gerichte raus, die so ewig lange brauchen, bis sie fertig sind. Meine Mom dann nur, mach selber, scheiß drauf. Aber Hauptsache gefragt, das ist cute. War irgendwie kurz weg. Ja, was ist denn da los? Ist das GTA? Hä, als ob da sowas passiert. Liegt es jetzt am Glas? So, herzlich willkommen heute im Unterricht. Ja, die Spiegelung ist gerade scheiße. Aber ich glaube, es reicht. Ey, warte, die Softbox, das ist auch real, das ist real. Let's go. So. Und da soll einer sagen, bei mir im Stream lernen wir nichts. Koks ist auch schlimm, aber Koks zähle ich nicht auf eine Ebene mit Kokain. Hör zu, ich bring dir jetzt ein bisschen Espalömland. Du stellst dich vor, sag einfach jo. Jo. Apesta. Apesta. Die Mierda. Die Mierda. Das Problem ist, du hast jetzt gesagt, du stinkst nach Scheiße. Aber das lass dich nie wieder verarschen. Okay. Gut. Was ist, wenn ich mich jetzt neben sie stelle und sie für tot erkläre? Niemals fremde Sprachen einfach nachreden. Die verarschen einen so oft. Ist es einfach nur noch traurig. Man wird so oft verarscht. Kanonenarzt. Boah, die sind ja richtig gut. Never. Es geht ja auf Linke. Boah, nee, wenn ich da jetzt bei Platin spiele. Ach, komm, eine Runde müssen wir spielen. Fühlt sich an wie ein Warzone. Kommst nirgendwo hoch.
Michael Pringles. Sour Cream. Ah, nee, ich hasse Sour Cream. Aber Paprika ist das Beste. Das ist der schlechteste DJ aller Zeiten. Boah, ich hasse sowas. Weiß ich nicht, Digga. Muss das? Boah, ist echt schlecht, ist echt schlecht. Keine Ahnung. Das ist safe, weil da so 10 Damen an den Pult von DJ kamen. So. Mr. DJ, can we please play Shirin David? No!